Gut, wir machen das jetzt wieder in Interaktion, ne? Also, ich frage Sie jederzeit nach dem nächsten Schritt und da gibt mir immer jemand von Ihnen einen Tipp, was ich tun muss. Wir haben hier ein System von Kongruenzen stehen. X ist kongruent 2 modulo 8 und X ist kongruent 4 modulo 5. Und gesucht ist das X, das diese beiden Kongruenzen erfüllt, beziehungsweise nicht nur das X, sondern wir wissen, wenn wir eins finden, dann gibt es auch unendlich viel weitere, ne? Und die wollen wir alle finden. So. Wie müssen wir beginnen? Da gibt es ein Verfahren nach dem chinesischen Restsatz. Da wird gleichzeitig ein Verfahren mitgeschrieben, wie man das findet. Ja, als erstes. Sehr schön. Wir prüfen, ich wiederhole es wieder, wir prüfen, ob 8 und 5 Teiler fremd sind, also ob der GGT von 8 und 5 gleich 1 ist. Ist der Fall, also können wir unser Verfahren anwenden. So, wie geht's weiter? Was ist der erste Schritt? Oder zweite Schritt? Na, ja? Die erste Formel, wofür denn? Ja, was wollen wir jetzt genau herauskriegen, ja? Die Inversen von was wozu? Also, wir brauchen jetzt das Inverse. Ja, also das Inverse von welchem Element Mod 8? Von der 5, genau. Die Modulen jeweils gegeneinander die Inversen bilden. Also gesucht ist 5 mal x1 ist kongruent 1 modulo 8. So, wir suchen ein Element, das Inverse zur 5, ne? Modulo 8. Was ist das Inverse? Ja? Jetzt die Frage, warum? Warum brauchen wir die Inversen? Das ist schwierig an der Stelle jetzt zu erklären, das sieht man später dann, wenn man es fertig durchgeführt hat. Letzte Woche haben wir es beim chinesischen Restsatz erläutert, als wir durchgeführt haben. Später sehen wir es nochmal. Jetzt vertrauen wir einfach mal drauf, dass wir die Dinger brauchen. So. x1 ist wie groß? Was ist x1? Ja? 5, genau. x1 ist 5, gucken wir mal, ob das stimmt. 5 mal 5 ist 25 und 25 ist gerade 1 größer als 24. 24 ist ein Vielfaches der 8, also ist 5 mal 5 tatsächlich kongruent 1 modulo 8. 25 lässt den Rest 1. Okay. Wie kommt man da drauf? Wie sind Sie auf die 5 gekommen? Ja? Ja, ja. Sehr schön, genau. Also man kann es ausprobieren erstmal, ne? Und wenn man aber nicht weiterkommt, also hier muss man ja maximal 8 Zahlen ausprobieren, ne? Oder 7 vielleicht sogar. Ne? Aber wenn man mit Ausprobieren nicht weiterkommt, dann gibt es ein anderes Verfahren, erweiterter euklidischer Algorithmus. Das können wir dann bei der nächsten Aufgabe mal machen. Hier kommt man relativ schnell drauf. So. Und jetzt brauchen wir noch das Inverse der 8 modulo 5. Wenn Sie bitte Ihre Nebengespräche einstellen könnten. Das Inverse der 8 modulo 5, wie kommt man da drauf? Ja. Durch Ausprobieren wäre 2, genau. 2 mal 8 ist 16 und 16 ist ja 1 modulo 5. Hat jemand noch einen kleinen Trick an der Stelle? Weiß nicht, ob man noch einen Trick dazu sagen kann. Naja, wir wollen das Inverse von 8 modulo 5. Was ist ein 8 modulo 5? 3.
Ne? Genau. Das heißt, wir können auch erstmal die 8 durch die 3 ersetzen und das Inverse zu 3 suchen. Macht es ein bisschen einfacher, da sind die Zahlen nicht so groß. Ne? Also immer mal erst kontrollieren, wenn ich hier das größere Modul und hinten das kleinere stehen habe, dann kann ich das größere erstmal modulo dem kleineren rechnen und dann das Inverse suchen. 8 modulo 5 ist 3, also such das Inverse zu 3 und dann fällt es schon vielleicht leichter, das zu finden. Ja, 3 mal 2 ist 6, das ist gerade 1 größer als die 5. So. Okay, jetzt haben wir die Inversen gefunden der Modulen jeweils im anderen Modul. Was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Ja. A1, also wir nehmen die 2 da oben, ne? 2 mal 5. Mal 5. Also wir wissen, 5 mal 5 ist Kongruent 1 modulo 8 und wir nehmen genau diese beiden und multiplizieren das an die 2 ran. Okay. Und dann? Plus 4 A2 mal genau. So, naja gut, das muss ich im Kopf ausrechnen. Ne? 5 mal 5 ist 25, das hier ist 50. 8 mal 8 ist 64, also kommt 114 raus. Und jetzt wird behauptet, die 114 ist eine Zahl, die genau diese beiden Bedingungen da oben erfüllt. Ne? Gucken wir mal. 114 modulo, ist das Kongruent 2 modulo 8. Wir müssen also testen, ob die 112 durch 8 teilbar ist. Ne? Dann ist 114 ist ja gerade 2 größer. 112 ist das durch 8 teilbar? Ja. 80 plus 32 ist 112, ist durch 8 teilbar. Ist 114 kongruent 4 modulo 5? Das erkennt man relativ leicht, ne? Wenn man 4 abzieht, 110 ist durch 5 teilbar, okay, erfüllt. Warum funktioniert das so? Das geht jetzt genau in Ihre Fragerichtung, warum brauchen wir die Inversen? Ne? Also, wir haben Folgendes gemacht. Wir wissen ja hier raus, dass, ich schreibe es nochmal echt hin, 5 mal 5 kongruent 1 modulo 8. Wir wissen hier, dass 8 mal 2 kongruent 1 modulo 5 ist. So. Wir haben hier die 2 und die 4 hergenommen. Das sind gerade die beiden, die hier oben rauskommen sollen, jeweils im einen oder anderen Fall. Das heißt, wir haben das jetzt so konstruiert, dass, wenn ich dieses x nehme und modulo 8 rechne, der rechte Teil wegfällt, weil hier die 8 drin steht. Ja, fällt weg, weil hier die 8 drin steht, der wird 0. Und der Teil hier vorne splittet sich auf in 2 mal 5 mal 5. Und 5 mal 5 ist ja 1 modulo 8. Das heißt, dieser Teil fällt komplett weg und der hier wird 1. Das heißt, es bleibt 2 übrig, genau das, was übrig bleiben soll. Im anderen Fall, wenn ich jetzt modulo 5 rechne, fällt der vordere Teil weg. Ja? Weil hier die 5 drin steht. Fällt weg. Hier hinten 8 mal 2 ist aber gerade 1 modulo 5. So hatten wir das ja ausgerechnet. Das heißt, der Teil da vorne fällt weg. Das hier wird 1, es bleibt die 4 übrig. Das ist genau das, was modulo 5 übrig bleiben muss. Das heißt, ich habe mir das so konstruiert, ich habe mir diese Teile hier, diese, die ich an die jeweiligen AIs ran multipliziere, so konstruiert, dass sie beim einen Modul 1 werden und beim anderen 0. Und dass halt immer nur dann entsprechend das AI übrig bleibt. Das ist das große Geheimnis des chinesischen Restsatzes. Das müssen wir nachher mal übertragen auf den Fall mit drei Kongruenzen. Ne? Gucken wir uns aber dann an. So, wir sind aber noch nicht ganz fertig, ne? Sondern wir haben jetzt 114 rausgekriegt. Das ist mir noch ein bisschen zu kompliziert. Und außerdem hätte ich gern alle Lösungen, ne? Nicht nur hier die eine. Was kann man da machen? Ja?
Ja, warum Modulo 40? Ja, die 8x5 ist 40, ne? Und warum rechnen wir jetzt hier Modulo 40? Warum können wir das machen? Nicht ganz so einfache Frage. Ja? Genau. Ja. Sehr schön, genau. 40 ist das kleinste gemeinsame Vielfache von 5 und 8. Das heißt, 40 ist sowohl Modulo 8 als auch Modulo 5, 0. Und auch jedes Vielfache der 40. Das heißt, ich kann doch von einer Zahl beliebig Vielfache der 40 abziehen bzw. dazuzählen und die Kongruenzen oben stimmen weiterhin. Ja? Weil, wenn ich jetzt zu dem x hier oben 40 dazu addiere, dann fällt die 40 ja automatisch raus, weil sie Modulo 8 und Modulo 5 gleich 0 ist. Also wenn ich 80 dazu addiere oder 40 abziehe oder 80 abziehe und so weiter und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt erstmal Modulo 40 rechnen. Was ist 114 Modulo 40? Ja? 34, genau. 114 Modulo 40 ist gleich 34. Ja, jetzt kann man nochmal kontrollieren, ob es stimmt, ne? Nur um sicher zu sein, ob man alles richtig gemacht hat. 34. Ist es Kongruent 2 Modulo 8? Ja? 34 Kongruent 4 Modulo 5? Ja. So, also ist auch eine Lösung, ne? Stimmt. Das ist die kleinste natürliche Lösung dieses Kongruenzsystems. Weil es die einzige Lösung ist, Modulo 40. So. An der Stelle ist übrigens so, dass man sich selbst ganz gut kontrollieren kann, insbesondere auch in Klausuren. Ne? Also wenn ich so eine Aufgabe in der Klausur habe und ich kriege da unten 34 raus, dann mache ich doch erstmal Folgendes. Ich setze es nochmal oben ein und gucke, ob es richtig ist. Wenn es richtig ist, dann verschaffen sie sich damit ein megamäßig super Gefühl, weil sie sagen, ah, die Aufgabe ist schon mal richtig. Ja? Gibt nichts Schöneres als Klausuraufgaben, mit denen man sich selbst kontrollieren kann, ob es stimmt. Ja? Also, kommt 34 raus, gucken Sie oben, stimmt 34. So, jetzt gibt es aber ein paar Meldungen, ja. Ja, na klar, diese Aufgabe, also die Frage war, hätte man auch einfach so rauskriegen können, indem ich mir einfach mal so ein paar X'er angucke. Klar, in diesem Fall, ja, in diesem Fall ist die Aufgabe so einfach, aber letztlich ist natürlich auch ganz gut, so ein einfaches Beispiel mal durchzurechnen, um zu gucken, welche Power hat der chinesische Restsatz. Aber den kann man natürlich auch anwenden mit sehr viel größeren Zahlen und natürlich auch dann implementieren als Computerprogramm, dass sie mir beliebig viele Kongruenzen angeben können, ne? Und dann wird es automatisch mit dem Verfahren zackig ausgerechnet. So. Das ist der Hintergrund, klar. Sich selbst vereinfacht, also veranschaulicht man es natürlich an einfachen Beispielen. So, da war noch eine Frage. Ja. Ach so. Gut, Sie könnten auch sagen, Sie wollen betragsmäßig eine möglichst kleine Zahl haben und gehen auf die minus 6. Können Sie machen. Ja, ja. Ja. Das ist vielleicht auch eine Frage der persönlichen Ästhetik, die man so hat. Ich finde es schön, die kleinste natürliche Zahl zu haben. Letztlich ist natürlich nichts falsch. Sie brauchen das auch gar nicht machen. Sie können auch sagen 114. Ja? Oder was auch immer Sie rauskriegen. Wenn ich jetzt alle Lösungen haben will, nehme ich eine bekannte Lösung, zum Beispiel 114 oder aus meiner Sicht schöner die 34 oder aus Ihrer Sicht schöner die minus 6. Ja? Und sagen, okay, alle Lösungen sind 34, also x können wir mal hier irgendwie x Element z mit der Eigenschaft x ist gleich 34, das ist die Lösungsmenge, ne? X ist gleich 34, nee, weil so kann man es nicht hinschreiben. So kann man es nicht hinschreiben. Vorhin Schwamm.
Na gut, kommen wir so hin, pass mal auf. X ist gleich 34 plus Z mal das KGV von 85 mit Z-Element Z. Ne? So. Das sind alle möglichen Lösungen. Wenn Sie für Z0 einsetzen, kommt 34 raus. Wenn Sie für Z2 einsetzen, kommt 114 raus. Wenn Sie für Z-1 einsetzen, kommt minus 6 raus und so weiter und so weiter. All diese Lösungen unterscheiden sich genau um das KGV der beiden Zahlen. Das KGV ist, weil die beiden Zahlen teilerfremd sind, ja gerade das Produkt. Okay. Gibt es zu dieser Beispielaufgabe noch Fragen? Ja? Die Frage ist, ob man diese Formel herleiten kann. Ich würde mal sagen, das ist einfach eine geschickte Idee gewesen von jemandem. Ja, unter anderem von einem Chinesen. Deswegen heißt es auch chinesischer Restsatz. Also, es gibt verschiedene, also dieser chinesische Restsatz ist einfach in verschiedenen Büchern belegt, durch die gesamte Mathematikgeschichte hindurch. Und man vermutet, die Chinesen waren die Ersten. So, aber sozusagen anhand des der schriftlichen Belegexemplare, die man hat von damals. Ja? Okay. Das ist einfach eine geschickte Idee, das mal so zu machen. Ja. Ob man so eine Idee herleiten kann, das hängt mit Kreativitätstechniken zusammen oder so. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ja? Moment, ich verstehe Sie kaum. Achso, Sie meinen, die einfache Variante ist, ich rechne 8 mal 5, da kommt 40 raus. Wenn ich von 40 minus 2 minus 4 rechne, komme ich auf 34. Das ist eine super Frage. Das ist eine Frage, genau, Heidelberger Restsatz. Die würde ich gerne mal zurückspiegeln. Nehmen Sie sich mal ein paar Beispiele her und probieren Sie es mal aus. Wenn es jetzt an zwei Beispielen funktioniert, ne, dass man einfach, das gebe ich an alle weiter, einfach mal ausprobieren, vielleicht findet jemand von Ihnen, nicht jetzt sofort, sondern zu Hause, vielleicht findet jemand von Ihnen ein Gegenbeispiel oder jemand von Ihnen kommt auf die Idee, warum man das auch machen kann. Ne? Das ist aber, genau das ist sozusagen das Motivationspotenzial, was in Zahlentheorie steckt. Ne? Rein innermathematisch zu überlegen, oh Mensch, wäre das auch eine einfache Möglichkeit, gilt das immer? Und wenn man es ein paar Mal ausprobiert hat, dann vielleicht ein Beispiel zu konstruieren, wo es nicht gilt. Aber vielleicht kann man auch beweisen, dass es gilt. Okay.